Jeder redet über Sex, nur nicht über den eigenen. Wie ist das bei dir auf einer Skala von 1 bis 10? Wie zufrieden bist du mit deinem Sexleben? Wenn es nicht mindestens eine 8 ist, dann brauchst du mein neues Buch. Mein Name ist Susanne Wendel. Ich bin Gesundheitsexpertin, zweifache Mami und dies ist mein 13. Buch. Bei Gesundheit denken immer alle an Ernährung, Bewegung und Entspannung. Doch wie ist es eigentlich mit dem Sex? 2012 habe ich den Bestseller Gesund gevögelt geschrieben. Damals war ich hochschwanger und mega inspiriert. Und ich war gerade frisch mit meinem Partner zusammen. Das sage ich Ihnen jetzt mal unter uns. Ich weiß nicht, die Herren im Raum, können Sie mal kurz... Hey, obwohl Sie dürfen natürlich auch zuhören. Meine Damen, jetzt mal wirklich mal unter uns. Das, was uns Frauen am meisten entspannt, am allermeisten, ist guter Sex. Wirklich richtig guter Sex. Ja, dann brauchen wir noch nicht mehr über Yoga zu reden. Life-changing Sex. Sex, der das Leben verändert. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Sexleben? Wer ist dabei 1 bis 3? Okay, wer ist dabei 4, 5? Leute, verarscht mich nicht. Tja, 4 Jahre und 2 Kinder später sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus mit dem Sexleben. 2016 war von mir geprägt vor allen Dingen durch ewige Müdigkeit, durch Hormonschwankungen, durch ein komplettes Fehlen der Lust, ja, und durch eine Beziehung, die im Alltagswahnsinn ziemlich in die Jahre gekommen ist. Jetzt stellen Sie sich vor, man hat jetzt also den Männern diese Bilder gezeigt, diese verschiedenen Bilder, und hat es gemessen oder auch sie gefragt, wie erregt bist du? Und es war klar bei Männern, wenn sie sagen, sie sind erregt, dann sind sie es auch. Das stimmt überein, hier und hier. Ne? Kann man sehen, kann man messen, der Mann sagt, ja, gefällt mir nicht. Bei Frauen gab es ein ganz komplett anderes Ergebnis. Weil bei Frauen, wenn man die gefragt hat, was erregt dich, haben die gesagt, gar nichts. Aber die Messung, hat ergeben, jedes von den Bildern. Und das ist eins der ganz, ganz großen Probleme aus meiner Sicht in der Sexualität, dass bei Frauen die Verbindung von hier zu hier oft nicht stimmt. In längeren Beziehungen hat guter Sex vor allem mit einem zu tun, damit eine Entscheidung zu treffen. Und die habe ich getroffen. Mein Partner und ich haben 12 Wochen in diesem Jahr unserem Sexleben gewidmet. Und darüber schreibe ich in diesem Buch. Von täglichen Ritualen, die wir gemacht haben, bis hin zum einwöchigen Sex-Retreat. Vom Umgestalten unseres Schlafzimmers bis hin zum Besuch bei Domina haben wir alles Mögliche ausprobiert und daran lasse ich dich in meinem Buch teilhaben. Ich verspreche dir, du wirst deine Komfortzone mehr als einmal verlassen, wenn du mir folgst. Komm mit uns in einen Swingerclub zum Nachmittagscafé, komm mit uns zum Sexcoach und lass dich inspirieren, was man alles machen kann, um das eigene Sexleben wieder aufzupeppen. Das Buch erscheint im Frühjahr 2017. Du kannst es jetzt schon vorbestellen unter www.gesundgevögelt.de und ich freue mich, vielleicht von dir zu hören, was du alles erlebt hast. Ich wünsche dir mega grandiosen, geilen Sex. We'll be right back.